Wenn ich Somatic Core Integration Körperarbeit mache mit Frauen, beckenzentrierte Körperarbeit, dann mache ich beim ersten Termin keine interne Arbeit. Man kommt natürlich an Beckenbodenmuskulatur, Genitalmuskulatur am besten dran von innen. Das ist aber eine sehr intime Arbeit und der Körper muss vorbereitet werden. Der Körper braucht Sicherheit, das Nervensystem der Frau muss sich sicher fühlen. Wir müssen einander erstmal kennenlernen. Und es gibt im Körper so vieles, was vorbereitet werden mag, damit das überhaupt wirken kann. Denn wenn wir nicht mit dem gesamten Körper arbeiten, nicht mit den Faszienlinien arbeiten, nicht Raum schaffen im Bauchraum, im Beckenraum, vielleicht auch im Zwerchfell, im Brustraum, dann ist da gar kein Platz für die Arbeit, die wir eigentlich machen wollen. Ich möchte, dass Raum geschaffen wird im Körper, dass die Durchblutung verbessert wird, dass mehr Weite, mehr Entspannung entsteht und nicht, dass wir möglichst schnell versuchen, dem Körper wieder mal Druck zu machen, was er jetzt alles ganz schnell verändern muss. Es braucht Zeit und Raum für diesen Prozess. Und eben, dieser Nervensystempunkt ist mir total wichtig für Frauen. Und das ist auch, was sie mir zurückspiegeln. Sie sagen, ich brauche Zeit dafür. Manche haben nämlich Angst, vorher auf sich zu melden, weil sie denken, oh mein Gott, dann macht die direkt so eine interne Arbeit. Nein, mache ich nicht. Mache ich sowieso nur, wenn die Frau das will. Und jeden Moment, jederzeit hat sie die Möglichkeit zu sagen, ich will doch nicht, ich habe es mir doch anders überlegt. Aber ich weiß, dass es Zeit braucht und dass der Körper eine ganze Weile braucht, um sich zu entspannen. Allein der Bauchraum hat oft schon so viel an Spannungen angesammelt, dass es so hilfreich ist, wenn wirklich auch erstmal der Bauch behandelt wird. Man könnte 3 Stunden lang den Bauch therapieren, behandeln, ja. Da gibt es so viel zu tun. Oder den Brustkorb, ja. Viele Frauen haben noch nie wirklich eine Massage der Zwischenrippenmuskulatur erfahren. Oder hier oben, neben dem Sternum oder solche Stellen. Oder wirklich ihrer Kiefermuskulatur. Ich arbeite auch im Mund zum Beispiel, wenn das nötig ist. Und es gibt so viele verspannte Stellen im Körper, bevor wir an das Becken intern gehen, müssen wir uns diesen Stellen widmen, damit die Arbeit, die dann folgt, wirklich Früchte tragen kann. Wenn du Fragen hast dazu, melde dich herzlich gerne bei mir.